So, weiter geht's mit MotoGP 08 und wir sind jetzt in Jerez de la Frontera. Und wir fahren jetzt unser zweites 250er Rennen. Und der Start ist jetzt schon mal halbwegs okay. Ja, vielleicht doch nicht da. Und jetzt auf der 15 sitzt richtig eine Punkte am Start. Ja, und stürzen dann. Und jetzt stürzen erstmal ganz viele hinter uns. Gell. Huch. Von Mutti unter anderem mit dabei. Gut. So, einmal bei mir das Spiel lauter stellen. Ich weiß nicht, wie laut es jetzt bei euch ist. Okay, jetzt ist es zu laut. Eine Sekunde. So. Ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen besser zu hören bin als in Part 1. So, jetzt ist da ein Karel dran, der wir leider die Punkte wegnehmen müssen. Viel zu schnell, 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 viel zu schnell. Viel zu schnell. Alter. Na, könnte auch schwieriger werden als gedacht. Scheiße. Ja, mit diesem Ungewöhn von den Bikes ist halt wirklich crazy. Aber sind die Punkte ja zum Glück noch, das ist schon mal das Positive. Die Maschine debattiert hier jetzt vor uns. Haben wir. Karel, kein Scheiß, jawohl. Beide in den Punkten. Hat er jetzt. Vorsichtig jetzt hier agieren. Und Punkt für Punkt mitnehmen. Ich hab dir irgendwann dann wieder den Fehler in derselben Kurve, aber ich kotz ab, ey. Das ist gleich wieder verloren. Fabrizio da jetzt vor uns. Es kann nicht sein, ich verliere das Hinterrad am Mann. Gibt's da nicht. Echt um die Punkte kämpfen. Wieder fast das Bike verloren, also unruhig ist es auf jeden Fall. Jetzt sind wir wieder in den Punkten. Die letzte Mal verkackt haben.
Diesmal nicht. So, Julian Simon noch vor uns, aber den werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Aber vielleicht doch noch, wir sind deutlich besser hier raus als in der letzten Kurve jetzt. Takahashi überholt uns wieder, aber an Simon sind wir vorbei. Das heißt, wir haben noch einen Top 10 Platz, immerhin. Top 10. Altes Registrieren, aber mein Gott, ist das Bike unruhig. Mein Gott. Mika Kallio gewinnt vor Simoncelli. Simoncelli hält damit die Führung. Und ich habe letztes Mal gesagt, wir sind auf einer Honda, ne? Wir sind auf einer Aprilia. So ein Ding ist das. Ja. Und wir können unser Bike aufwerten.